Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Mahlzeichen des Tiers. Und ich möchte dazu jetzt in dem Video nur ganz kurz ein paar Flashpoints geben, die man einfach mal bewegen muss über ein paar Tage oder ein paar Wochen hinweg. Weil das, was ich glaube, dass das Mahlzeichen des Tiers ist, das ist so erschreckend. Vielleicht auch ganz anders, als dass das viele erwarten würden, dass es das sei. Viele glauben ja, das wäre ein Computer-Thema oder ein Programm oder ein Barcode oder ein Piekser. Ja. Ich glaube, dass es das alles nicht ist. Ich glaube, dass wir, wenn wir über diese endzeitlichen Themen sprechen, eins ganz bestimmt berücksichtigen müssen. Wir müssen ins Alte Testament gehen und wir müssen diese Aussagen im Neuen Testament über endzeitliche Dinge immer mit dem Alten Testament abgleichen. Das muss immer im Gesamtzusammenhang der Schrift stehen. Ja. Und die Frage ist, wo im Alten Testament es eine Stelle gibt, die sagt, dass man etwas auf seine Hand oder auf seine Stirn tun soll. Und da gibt es einige Bibelstellen und die schauen wir uns auch gleich an. Mal so als Einstieg ins Thema. In der letzten Zeit kommt ja ein falscher Messias nach Israel, den werden die Juden akzeptieren. Und dieser falsche Messias, der wird unterstützt werden von einem falschen Propheten. Der falsche Propheten wird die Anbetung dieses falschen Messias in Israel ermöglichen und auch initialisieren. Ja, der wird auch ein entsprechendes Bild, so ein Standbild aufstellen, was sprechen kann, wo er dem Standbild den Geist gibt, dass das reden kann. Lauter solche okkulten Zeichen. Ja. Aber versetzt euch mal in die Judenschaft in Israel rein, wenn die tatsächliche Aussage irgendwann sein wird, der Messias ist gekommen.